Majestät, wie wäre es mit der Weisheit des Alters und der Stimme der Jugend? Madonna und Katy Perry? So ähnlich, Majestät. Der mehrfache Golden Globe-Gewinner und Oscar-Preisträger Maximilian Schell und die Sopranistin Iba Mihanovic. Er darf sich hinsetzen. Ja, Sie sich auch. Ihr? Nein, ich bin nämlich auch Kaiser. Ja, wo? Kakania? Verschiedene. Einer in Russland habe ich Peter den Großen gespielt. Ja, gespielt. Wir sind der Kaiser. Nein, das ist der große Unterschied. Ich weiß, dass Sie es spielen. Und deshalb bin ich eigentlich ratlos, wie man Sie anreden soll. Ich finde Sie sehr sympathisch. Aber schon mal einen richtigen Schritt. Wie wollen Sie Europa retten? Schell, hinsetzen, sonst wollen wir die Waffen. Nein. Ich tue das nicht. Ich habe schon bei der englischen Königin, bin ich nicht hingegangen. Na ja, wenn er stehen will, bitte soll er stehen. Ja, ich fühle mich wohler so. Na. Nein? Red mal lieber mit seiner Tochter. Nein. Das ist nicht meine Tochter. Sondern? Das weiß ich noch nicht. Wer ist das, sei verstanden? Also ist eigentlich meine Mutter. Frau Mihanovic ist Sopranistin und quasi Herrn Schells... Europa. Gewissermaßen, Majestät. Ja. Eine Lebensabschnittspartnerin. Ja. Wir haben bis ja reinkommen nur... sind, haben wir uns schon gedacht, schlaft die schon durch? Hat die schon alle zähnt? Nein, aber wir müssen wirklich darüber sprechen. Nein, müssen wir nicht. Doch, wir dürfen darüber sprechen. Wie sprechen Kaiser miteinander? Ist doch interessant. Also, wenn wir den Kaiser von China treffen, sagen wir Servus. Und er sagt Servus. So leicht, nicht? Ja, Servovic oder unter sowas? Uns, aber das ist halt nur zwischen uns beiden. Was meinen Sie damit? Ihr. Ihr. Ist das der Toni Polster mit einer Perücke oder was? Der hat sich da auch nicht auskennt, ne? Also, kleiner Hinweis: Das soll man allen Leuten, die das nicht ganz so kapieren, stellen Sie sich vor, wir sind zwei und wir sind per Du, dann stimmt's. Gell? Okay. Hab ich mir auch gedacht, weil die Kaiser sind ja alle untereinander verwandt. Wir sind mit ihm zum Glück nicht verwandt. Ja, weil sie es nur spielen. Ihr! Aber wenn ich einen Kaiser spiele, dann bin ich ein Kaiser. Er hat's nicht verstanden, sei verstanden. Vielleicht liegen die Probleme, die Herr Schell mit der Monarchie hat, daran, dass er als Schweizer natürlich überzeugter Demokrat ist. Nicht ganz. Ah, ein Schweizer. Ja. Direkte Demokratie. Dann müssen wir langsam reden bei einem Schweizer Seifenstein. Damit er das auch versteht, was wir zu sagen haben. Kennen Sie Sein oder Nichtsein? Ja. Kennen Sie auch das Schweizerdeutsche Sein oder Nichtsein? Nein. Also im Englischen heißt to be or not to be. Ja. That is the question. Ja. In Französisch ist être ou ne pas être, c'est la question. Ja. Auf Wienerisch ist es Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. Ja. Und im Schweizerdeutschen ist es ganz einfach. Hä oder nicht hä? Das ist hier Quest. Wissen Sie, warum ich die Monarchie als Schweizer liebe? Ihr. Wieso ihr? Das ist ja mittelalterlich. Ja, wir sind mittelalterlich und er ist halt schon ein bisschen älter, nicht? Ja, ich bin 81. 81 ist er.
Und die IWA ist 33. Jetzt haben wir wirklich Respekt vor ihm. Der Oskar ist uns wurscht, aber das ist eine Leistung. Richtig. Also endlich ein Moment, wo Politiker sich einig sind, nicht? Wir sind doch kein Politiker. Sondern? Wir haben wirklich eine weiße Westen. Wir tun nicht nur so. Das ist aber gelb. Ja, die Augen, ne? 81. Im Fernsehen ist das dann weiß. Ach so. Fernsehen ist Lüge, das muss er doch wissen. Er hat ja genug Fernsehen gemacht, ne? Hab fast kein Fernsehen gemacht. Wirklich nicht? Nein, ich lebe auf einer Alm. Wo? In Kärnten. Gibt's ein paar Kärntner da, die mich grüßen? Das wird jetzt keiner zugeben. Alles wieder? In Kärnten ist ein Thrillseeker. Ein Thrillseeker? Jemand, der die Herausforderung sucht. Ja? Ja. Das wusste ich nicht. In Kärnten, auf einem Alm. Aber ich wohne an der Grenze der Steiermark. Und ich brauche ein Visum, um von Kärnten nach Steiermark zu kommen. Ja, das haben wir einführen müssen, gell? Das ist... Seifertal, wie soll der Europa retten? Weil er ist ja Schweizer. Aber ich bin in Wien geboren. Also ein halber Schweizer halt, ne? Nein, halber der Wiener. Ein halber der Wiener? Ja. Ich bin auch stolz darauf, Wiener zu sein. Ja, das ist vollkommen natürlich, ne? Warum? Na ja, wenn man schon ein Halbgott ist, ne? Also, woher kommt es, dass er überhaupt ein Schweizer ist? Dass er in der Schweiz, hat er da auch Wurzeln? Also halber der Wiener und die andere Hälfte ist woher? Kann ich genau erklären. Wir haben bin 1930 Angst. Geboren. 1930, vor Anprogramm, ja. Bitte? Ich bin ein Findelkind. Findelkind? Ja. Ja? Ich lag in einer Gasse im ersten Bezirk und meine Mutter hat mich da gefunden. Jetzt kommt gleich, dass er in einem kleinen Bast-Dingsbums, ne? Im Wien-Kanal haben sie ihm rausgefischt, ne? Ja, das war Let my people go, kommt das Nächste. 10 Gebote und was war dann? Und dann kam der Hitler. Das ist eine Zeit, über die wir überhaupt nicht reden wollen, sei doch, verstanden. Doch. Wir haben eine ganz andere Idee. Will ja. er nicht ganz kurz sich auf den Thron setzen? Gerne, ja. Ja? Ja. Na? Können auch zusammen da sitzen. Sie hat ja noch gar nichts gesagt. Nein. Wir sind der Robert Heinrich. So. Wie heißt Sie? Iva Mihanovic. Wo kommt sie her? Aus Deutschland, aber mit kroatischen Wurzeln. Schau! Ja, K und aus dem Kronland. Genau. Schau! Volim te, di si moja dobra vila. Hvala. Ha! Und sie singt? Ja. Wo denn? Was denn? Operetten hauptsächlich? Wurscht. Wurscht, wurscht. So wie sie ausschaut, ist das ganz egal. Gott sei Dank. Na? Also aus Deutschland ist sie aufgewachsen in Deutschland? Genau. Schau. Ja. Ein Schicksal. Was soll man tun? Ja? Ein Schicksal. Wo in Deutschland? In Ulm. Gottes Willen, Seifenstein. Und dann noch ihn, um Gottes Willen. Das beantwortet jetzt sehr viele Fragen. Wirklich, oh Gott. Ja. Und jetzt lebt sie mit ihm in Kärnten? Ja. Auf der Alm? Auf der Alm. Die Heide vom Almöl da. Wurscht. Wurscht. Aber wie retten wir jetzt Europa? Vielleicht kann sie uns weiterhelfen. Er ist ja... Er sitzt auf seinem Thron, er tut nichts. Ja, da ist er ganz glücklich, glaube ich. Ja, ja, ja.
Naja, das wird schwierig, würde ich sagen. Also ich denke, wir lassen es mal dabei, dass er der Stier ist und ich der Europa und mich rettet er täglich. Er rettet Sie täglich? Ja, aus dem Neusiedler See hat er mich rausgerettet. Wirklich? Ja, bei den Zephyrspielen in Mörbisch hat er mich gerettet. Ah, vor diesem großen weißen Hai, wie heißt der? Seraphim. Korrekt, Majestät. Da wollen wir Ihrem Glück nicht mehr länger im Weg stehen, nicht? Wir hätten uns so viele Antworten auf unsere Fragen erwartet, Seifenstein, wie die zwei uns helfen können, nicht? Als Schweizer. Deswegen danken wir für Ihren Besuch. Sie dürfen sich zurückziehen, aber Sie müssen auch einmal ein bisschen brav sein, gell? Was müssen wir? Brav sein, das kennt er noch nicht. Husch, Sie bringen ihm das dann bei. Nein. Husch. Thank you.